Startnummer 07, trainiert von Bolland und Bolland. Hier ist Massimo Schener mit einem eigenen Song. Ich werde mich nochmal vorstellen, mein Name ist Massimo Schener und ich bin jetzt da für dich. Von heute, von nun an bis zum letzten Tag begleitet mich auf meiner kleinen Reise bis ins Grab. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was euch erwartet. Vorweg, mit keinem dieser Titel werde ich charten. Und noch ein neues Kapitel wird jetzt geöffnet. Ich warte nicht mehr länger auf das Unvermeidbare, ihr Gangster. Wir starten die Raketen in eure Stadt vor euer Fenster. Eine Explosion verändert das Weltbild ganzer Länder. Und selbst wenn ihr dann immer noch behindert seid auf Blender macht, kommen wir dann vorbei und hacken einfach eure Hände ab, auf dass ihr niemals wieder ein Mic in eure Hand nehmen könnt. Also macht euch bereit, wir setzen Geschichte in Bewegung, bewegen die Geschichte zielgerichtet, den verfickten Glanz der Wahrheit zu berichten. Ihr wollt die Wahrheit nicht wahrhaben, ich spreche sie aus. Dafür stehe ich ein und dafür gehe ich drauf. Denn es gibt so viele Menschen, die leiden, und wir können es ändern, wenn wir uns alle vereinen. Aber bitte, bitte, lasst mich bloß nicht ins Fernsehen, denn stehe ich erst einmal für euch mitten im Fernsehen, dann erzähle ich diesen Menschen, die gerade fern sind, sie sollen aufstehen, rausgehen und nicht länger fern sind. Sie sollen auf die Straße gehen und endlich rebellieren, endlich etwas ändern, damit hier endlich was passiert. Und wir nennen uns ernsthaft Helden von morgen, dann befreien wir diese Welt einfach von ihren Sorgen. Doch es gibt kaum noch Hoffnung in die Menschen, denn ich sehe in ihren Augen, worum es ihnen letztendlich geht. Und wenn du schläfst, nehmen sie dir deine Träume und erzählen dir, Geld sei all das, was zählt. Ich erzähle euch eine Geschichte, eine aus meinem Leben, es verweint in dieser Nacht, ich bin da etwas begegnet, es sagte, Junge, mach die Augen auf, kannst du es sehen, die Tränen, du hast diese Gabe zu reden, also trockne sie von denen, die dich verstehen, geboren, um was zu geben, es nützt nichts, sich gegen das Regime, in dem du lebst, aufzulehnen, spende lieber das Licht deiner Seele, es ist mehr als eine Pflicht, mehr als Stolz, also bitte, bitte, lass mich bloß nicht ins Fernsehen, dann stehe ich erst einmal für euch, mitten im Fernsehen, dann erzähle ich diesen Menschen, die gerade fern sind, sie sollen aufstehen, rausgehen und nicht länger fern sind, sie sollen auf die Straße gehen und endlich rebellieren, endlich etwas ändern, damit hier endlich was passiert. Und wir nennen uns ernsthaft Helden von morgen, dann befreien wir diese Welt einfach von ihren Sorgen.